Hallo, du Liebe, hier spricht Anja Frost. Ja, wie du in deiner weiblichen Energie für einen Mann unwiderstehlich bist. Wenn du in deiner männlichen Energie bist, dann bist du vorgebend, machend, nach vorne gerichtet, zielstrebig. Du initiierst, du löst Probleme, du analysierst, reflektierst, du hast eine To-Do-Liste, die du abarbeitest. Das ist sehr zielorientierte, machende Energie, mit der du dich dann sozusagen bewegst. Und wenn du in dieser männlichen Energie bist, dann, obwohl du das nicht möchtest, ist es aber sozusagen die natürliche Reaktion, dass ein Mann sich ja, weggestoßen fühlt, sozusagen. Er fühlt sich nicht angezogen, sondern es ist förmlich wie weggestoßen. Das ist egal, was für freundliche Worte du benutzt, das ist einfach diese Energie. Das ist diese machende, zielstrebige Energie, die Lösungen finden will und so weiter. Das drückt ihn förmlich energetisch einfach weg. Und wenn du einen Mann anziehen möchtest, wenn du dieses Thema auch hast, oh mein Gott, irgendwie es fehlt die Anziehung, dann braucht es einfach, dass du deine weibliche Energie entfaltest. Deine weibliche Energie ist fließend, ist empfänglich, ist aufnehmend, ist sozusagen erlaubend. Die Impulse des Lebens dürfen sozusagen kommen. Du nimmst sie einfach auf. Du kreierst einen Raum, den du sozusagen aufmachst, wo letztendlich auch er mit seinen Impulsen Platz hat. Das ist ein einladender Raum. Du bist sehr mit deinen Gefühlen in Verbindung, mit deiner Wahrnehmung deines Seins. Also jeden Moment fühlst du einfach sehr. Du denkst und reflektierst nicht und überlegst dir die nächsten Schritte, sondern du bist da sehr in diesem aufnehmenden Gefühl. Es ist eine Verbindung wirklich mit deinem ja, mit deinem Gefühl, mit deinem Körper, mit deinem ganzen Sein, in dieser fließenden, aufnehmenden Qualität. Das ist sozusagen, ohne dass du was tust, anziehend. Es ist energetisch anziehend. Das ist das Zusammenspiel von weiblich-männlicher Energie. Und wenn du willst, dass du unwiderstehlich bist, dann reicht es, dass du in deiner weiblichen Energie bist, weil weibliche Energie ist anziehend. Es ist sozusagen die Magie von weiblicher Energie. Und wenn es Probleme in Beziehung mit einem Mann gibt oder Schwierigkeiten, Herausforderungen, was dann sehr häufig passiert, ist, dass du möglicherweise dann in dein Verstand rutscht und also über Probleme nachdenkst, über Lösungen nachdenkst, darüber nachdenkst, was jetzt wie anders gemacht werden kann, wo geht die Beziehung überhaupt hin, was ist der nächste Schritt. Also es ist sozusagen sehr denkend. Und gleichzeitig, wenn das passiert, schneidest du dich auch oder trennst du dich von deiner weiblichen Energie, von deiner weiblichen Seite. Und du verhinderst dadurch, dass er sich angezogen fühlt, weil du bist im Verstand. Und er fühlt sich dann nicht angezogen. Also es gibt nicht wirklich Impulse in ihm, die dann zu dir wollen. Ja? Okay. Das heißt, was kannst du jetzt verändern, dass du mehr mit deiner weiblichen Energie verbunden bist? Es ist sozusagen nicht dieses Element von weibliche Energie nichts tun, männliche Energie tun. Also es ist sozusagen nicht dieses Nichtstun, weil du tust sozusagen auf anderer Ebene. Also, der erste Schritt, den du machen kannst, um dich mehr mit deiner weiblichen Seite, mit deiner weiblichen Energie zu verbinden, ist, dein Tempo zu reduzieren. Das wirklich das schnelle Tempo, was männliche Energie auch in sich trägt, wirklich zu reduzieren. Ja, also wirklich zu verlangsamen, dass du die Möglichkeit hast, wirklich deinen Körper und den Moment
anders wahrzunehmen, als nur durch das Leben zu denken. Also es ist dann sozusagen, du öffnest deine körperliche Wahrnehmung in dem Moment, wo du verlangsamst. Da entsteht fast sozusagen wie automatisch dieses Ausatmen. Ah ja, langsam ausatmen. Ausatmen ist loslassen. Loslassen ist weiblich. Dann geht es darum, dass du dich mit deinen Gefühlen verbindest. Dass du wirklich fühlst, was du fühlst. Manchmal ist das gar nicht so einfach, wirklich hinzufühlen, wie fühle ich mich denn eigentlich gerade? Und nicht darüber nachzudenken, was für eine Geschichte da dran hängt oder zu reflektieren, warum das jetzt so ist oder das zu bewerten, sondern wirklich das reine Gefühl. Und wenn du möglicherweise auch in diesem männlichen Modus, in dieser männlichen Energie so ein Stück weit auch festhängst, ist es auch eine große Herausforderung, in die weibliche Energie zu switchen. Das kannst du aber lernen und trainieren, so dass es immer, immer leichter wird für dich. Ja, die Verbindung mit deinem Gefühl. Wenn du an das Gefühl nicht richtig rankommst, dann ist der zweite Weg auf jeden Fall der Weg über deinen Körper. Das heißt, da geht es erstmal darum, einfach deinen Körper wahrzunehmen, Empfindung deines Körpers wahrzunehmen, nicht zu verändern, sondern wahrzunehmen. Ah, meine Schulter, meine rechte Schulter ist etwas verspannt. Vielleicht lässt du sie auch automatisch los, vielleicht ist dein Bauch ein bisschen angespannt, aber du nimmst wahr, du nimmst sozusagen mit einer, du erlaubst dir mit einer Weichheit dich wahrzunehmen und in dem Moment, wo du das tust, findest du schon Kontakt zu deiner weiblicheren, langsameren Energie. Dein Körper darf sich wandeln, wenn du da in diesem Prozess einfach bleibst. Wenn du dich verbunden hast mit deinem Körper, mit deiner Weichheit, auch mit dem Loslassen, mit dem Ausatmen, dass du dann einfach auch deine Gefühle, die da sind, ausdrückst, dich darin übst, das reine Gefühl auszudrücken. Also üb das mal oder praktiziere das erstmal für dich alleine, weil das klingt vielleicht einfach. Weil du möglicherweise sagst, naja, ich sag ihm ja, wie ich mich fühle. Ja, du sagst es ihm, aber möglicherweise erklärst du ganz viel, warum das so ist, was der Auslöser war und das reine Gefühl. Ich bin traurig, ich fühle gerade Traurigkeit. Und dann diese Traurigkeit fließen zu lassen. Sozusagen der Wahrnehmung, der inneren Wahrnehmung zu folgen und diesem Gefühl, dass dieses Gefühl sein darf und fließen zu lassen und auszudrücken. Und zwar wirklich auch zu üben und zu praktizieren, was auch immer du fühlst, dass du keine Lösung im Außen brauchst, dass du niemanden brauchst, der dafür in irgendeiner Weise dir da Lösung anbietet, der dich da retten kann und so weiter. Weil es ist einfach dein Gefühl und es darf den Raum haben des Ausdrucks. Und ganz oft ist es in Beziehungen so, dass wenn du über dein Gefühl sprichst, dass du dann eben in den Erklärungen bist, und damit er sozusagen darauf reagiert oder letztendlich eine gute Lösung anbietet. Aber das Weibliche ist dieser kreative Raum erstmal. Und wenn du das nicht gewohnt bist, dich darin aufzuhalten, in diesem Sein, dann kann es sein, dass du ganz schnell auch wieder in die männliche Seite switchen willst. Aber gib dir damit Zeit, gib dir damit Raum. Immer wieder sozusagen wirklich in das Loslassen zu kommen und auch auszuprobieren, wie es ist, wenn er aktiv auf dich zukommt. Weil wenn du in deiner weiblichen Energie bist, dann ziehst du einen Mann an deiner Seite, wenn es der richtige Mann für dich ist,
ziehst du an. Das ist das natürliche Gesetz der Polarität. Das entsteht in diesem kreativen weiblichen Raum. Und du kannst diesen Weg da für dich gehen. Immer wieder über echt verlangsamen. Über dich mit deinem Körper verbinden. Wirklich in die Erfahrung des Moments zu gehen. Vertrauen auf die Entfaltung des Prozesses letztendlich des Lebens. Es ist eine Erlaubnis. Also die weibliche Energie hat eine unglaubliche Erlaubnis und Großzügigkeit und Liebe, Weichheit, Sanftheit. Über deinen Körper zu gehen, deine Gefühle auszudrücken. Ja, also Step by Step immer mehr dich zu Hause zu fühlen in dieser Qualität von weiblicher Energie, dich letztendlich zurücklehnen zu können in Beziehung mit einem Mann, weil weibliche Energie ist dieses Zurücklehnen und ihn kommen lassen, aber eben authentisch zurücklehnen heißt, dass du es wirklich genießt, in deiner weiblichen Energie einfach zu sein. Ja, wie du in deiner weiblichen Energie unwiderstehlich für einen Mann bist. Ja, ich bin ganz neugierig. Ich hoffe, dass ich dir ein Stück weit mit diesem Impuls helfen konnte. Und ich bin ganz neugierig über deine Erfahrungen mit weiblicher Energie oder auch mit der vielleicht Umsetzung dessen, was ich gesagt habe. Ich bin sehr neugierig von dir zu hören. Hinterlass mir einfach einen Kommentar, wenn du magst. Ich freue mich auf jeden Fall darüber und werde dir natürlich auch antworten. Ja, in diesem Sinne, mach es gut, alles, alles Liebe für dich und ein wundervolles Ausprobieren in und mit deiner weiblichen Energie. Ja, bis ganz bald. Ciao.